Servus, wir sind's. Fabi und Daniel von techstage.de. Und wir haben die neuen Samsung-Geräte hier. Genau, und ich muss gleich zu Grabe kriechen. Ich habe ja gestern in unserem Podcast gesagt, 12,2 Zoll ist ein Riesenschinken, das ist nichts für mich. Ich habe es jetzt in der Hand. Mein erster Eindruck war, es fühlt sich einfach gar nicht so riesengroß an. Sondern du hättest aber nicht gleich ablecken müssen vorhin, weil du es so toll findest. Danke. Musst du alle meine Geheimnisse verraten. also es ist von der Größe her tatsächlich, es ist nicht so ein Riesenschinken, wie ich gedacht habe, sondern es ist eigentlich eine sehr angenehme Größe, zumindest zum Gucken. Zum Halten finde ich es hingegen, es ist schon wieder relativ groß. Also gerade wenn ich es einhändig halte, da wird mir der Arm schon relativ schwer. Es wiegt 740 Gramm in der LTE-Ausführung. Das ist natürlich auch... Ja, es ist eine Hausnummer. Also ich finde es relativ schwer. Wie siehst du das? Also es ist nicht leicht, aber ich finde es ehrlich gesagt ganz angenehm. Halt's doch einfach jetzt mal die nächsten 2-3 Minuten so. Ich erzähle in der Zwischenzeit ein bisschen was über die technischen Daten und dann gucken wir gleich. Nee, halt's doch mal so seitlich, so wie du ein Tablet halten würdest, wenn du liest. Genau. Wir haben ein 12,2 Zoll großes Display mit ziemlich geile Auflösung, 2560 x 1600 Pixel. Das ist gestochen scharf. Das sieht klasse aus. Also wir haben ja gerade eben das Ding angemacht und dann haben wir gesagt, boah, ja. Ehrlich, das war ein echter Wow-Effekt. Ja. Haut rein, alles kristallscharf, tolle Farben, super. Ja, also es ist eine ganz feine Sache, auch von den Blickwinkeln her und so weiter. Sieht einfach gut aus. Also macht einen tollen Eindruck. Jetzt, wo du es gerade so ein bisschen so kippst, man sieht, wenn man von unten reinguckt, verlieren sich so ein bisschen die Farben. Das heißt, ich tippe darauf, es ist ein LCD und kein OLED-Display. Ich lasse mir das gerade mal kurz abnicken. Ja, es ist ein LCD und kein OLED-Display. Würde ich jetzt mal so sagen. Muss einfach so sein. Im Inneren, es gibt zwei. Wenn der Daniel das sagt, dann muss es einfach wir so können sein. Ja, wir können ja wetten. Also jetzt kommt das Nicken aus dem Hintergrund, das ist bestätigt. Mein Fakt ist einfach, bei einem OLED-Display würdest du niemals sehen, dass sich der Schwarzkontrast verliert, wenn du das Gerät neigst. Und hier, wenn wir von unten reingucken, geht einfach der Kontrast ein bisschen flöten. Ist es nicht schlimm? Also ich finde es nicht schwer. Dann erzähle ich noch ein bisschen weiter. Es gibt nämlich zwei Ausführungen, eine Ausführung mit LTE und eine ohne. Entscheidender Unterschied ist der Prozessor. Wir haben in der Version ohne LTE den Samsung eigenen Exynos 5 Octa, also einen 8-Kern-Prozessor mit 1,9 GHz. Und in der LTE-Version haben wir einen Snapdragon 800 mit 2,2 GHz, einen Qualcomm-Chip. Also High-End-Ausstattung in beiden Fällen. Aber 2,3. 2,3? Oh, Entschuldigung, dann habe ich mich um 100 Megahertz, wahrscheinlich sind es 2260. Auf der Rückseite haben wir eine 8-Megapixel-Kamera, auf der Vorderseite haben wir eine 2-Megapixel-Kamera. Du nutzt schon beide Hände, wird's schwer? Sag mal, nein, ich wollte das rüberreichen. Danke, das ist total nett. Ich wollte hier nur mal... Sticheln wolltest du? Ja, natürlich. Mhm. Es ist mein Auftrag. Vorderseite Glas, Rückseite... Plastik. Wie fühlt es sich an? Gut, also muss man schon sagen, es ist ja dieses Leder, ähnliche, das wir schon mal im Note 3 gesehen haben. Also das ist das Leder, wo sich die Kühe freuen, weil es nämlich aus Erdöl produziert wird und nicht aus Kuh. Genau. Ja. Also deswegen viel, viel besser. aber fühlt sich wirklich gut an. Es fühlt sich auf jeden Fall deutlich besser an als diese glatten, glänzenden Oberflächen, die Samsung früher sehr gerne bei das heißt, Tablets früher. Verbaut hat. Ja, nicht nur bei Tablets, sondern auch bei Smartphones, ja, wo bestimmt, jede Schliere die auch sichtbar ist. Immer wieder gerne noch zum Einsatz kommen. Was wir aber weiterhin haben, ist ein Rahmen aus Plastik und zwar der ist glatt, glänzend und sieht so aus, als wäre er geriffeltes, strukturiertes Metall. Ja, da denke ich mir dann immer, muss doch eigentlich nicht sein, hat man nicht nötig. Entweder man macht echtes Metall oder man macht Kunststoff. Bin ich einfach nicht so ein Freund davon. Aber das ist natürlich mein ganz persönlicher Geschmack. Ansonsten, wir haben den einen Austaster oben. Daneben den Wippschalter zur Lautstärkeregelung. Da vorne haben wir eine Infrarotschnittstelle. Und wenn wir hier weiter rumgehen, da ist ein Loch. Das ist normalerweise kein Loch, da ist nämlich der Stylus drin, den hat uns der Fabi aber gerade schon geklaut. Wir haben links und rechts zwei Lautsprecher, also Stereo-Sound, Ladebuchse, Micro-USB, SIM-Karten-Slot, Akku? Klinkenbuchse. Akku ist fett. Ich glaube, es waren 9000 mAh. 9500 unser Spickzettel ausgegangen. Oder? Oder 9050? Irgendwas mit 9 am Anfang. Also es ist auf jeden Fall eine...
Ja, eine überragende Hausnummer. Weißt du zufällig, wie lange der Akku hält? Nee, aber ich würde mal tippen, du kommst auf jeden Fall auf über 10 Stunden, sage ich mal. Ja. Ich kann auch nicken. Ja. Also 10 Stunden würde ich mal sagen, aber 9500 ist echt mal mächtig. Ja, aber wir haben einfach auch eine sehr große Fläche, die beleuchtet werden muss. Richtig, und das hohe Auflösung. Kostet natürlich viel Power, aber ich sage trotzdem mal 10 Stunden. Leg mich mal fest. Kommt drauf an, was du machst. Müssen wir irgendwo mal testen, genau. Was wir noch haben, und da freue ich mich ganz besonders, wir haben unterhalb des Displays einen mechanischen Home-Button und Soft-Touch-Buttons für Zurück und Menü. Task-Switcher, Entschuldigung. Und das, was mich besonders freut, ist, dass die Tasten, also sie leuchten nur bei Berührung, so wie wir es von den Samsung-Geräten üblicherweise her kennen, aber sie sind auch tatsächlich so bedruckt, das heißt also, sie verstecken nicht ihre tatsächliche Funktion, auch wenn sie nicht leuchten, weiß ich sofort, wo ich hintippen muss, damit die Funktion ausgeführt wird. Ja, ansonsten Android zur Software, Android, auch eine ganz tolle Sache. Android 442 ist drauf, also richtig neues Zeug. KitKat. Das ist das erste KitKat-Gerät, was wir hier auf der CES in den Händen halten. Ich glaube auch, ja. Also aktuellste Version. Darauf läuft, es gibt die neue sogenannte Magazine UX, also User Experience sozusagen, die angepasst werden kann, die einfach wie ein Magazin aussehen soll und die wichtigsten, sagen wir mal, Informationen rund ums tägliche Leben beinhaltet. Das kann sich ja auch, das Ganze kann man sich dann auch wirklich direkt selber zusammenstellen, so wie man möchte. Also das heißt, man kann hier eventuell, das geht jetzt zwar nicht, es größer und kleiner machen. Zeigt mir ja auch wunderbar an, dass es rot ist. Das darfst du und an dieser Stelle nicht. Kann man halt irgendwie auch verschieben. Also das heißt, man möchte es eben da haben und so weiter und so fort. Wenn man hier das Ganze auch noch weiter anpassen möchte, hier unten gibt es, sagen wir mal, vordefinierte, Themengebiete, die man sich dann eben reinstellen kann. Sag mal, ich bin irgendwie in Sport, ich mag ganz gern Sport, mache ich so. Daniel würde natürlich jetzt hier gerne auf Style noch gehen und so kann man sich das dann eben halt zusammenstellen. Wenn du so gemein bist zu mich, dann muss ich jetzt klug scheißen. Zu mir? Dann muss ich jetzt klug scheißen. Ich glaube, das waren die Widgets. Die Widgets, das heißt, natürlich. Also, da kannst du die verschiedenen Themengebiete, die dich interessieren, auswählen, damit die Inhalte direkt auf dem Homescreen landen. Dann haben wir natürlich hier auch noch die Möglichkeit, irgendwelche Dinge selbst noch zusätzlich anzulegen oder die Sachen rauszuziehen. Im Moment, das haben wir vorhin ein bisschen anders gemacht. So, hinten ist das, glaube ich. Start doch mal den Browser. Zum Beispiel hier. Also man kann hier fast wie bei Windows. Fast wie bei Windows 8.1 kann man vom Rand raus sich so ein Menü herziehen. Da drin sind weitere Anwendungen und diese Anwendungen, die hier drin liegen, die kann man multitasking-mäßig sich ins Bild holen. Genau. Das heißt also, man kann jetzt hier zwei Anwendungen parallel laufen lassen. Das kann man natürlich dann auch noch wechseln hier, so wenn man dem so Klong macht. Jede Menge, ja, so anklongen. Hier gehen bis zu 4 Fenster, meine ich. Und dann, die kann man dann sich verschieden anordnen und hin und her schieben und so weiter und so fort. Super praktisch, wenn man irgendwas rauskopieren möchte. Das geht dann mit dieser Stiftfunktion so gut, dass man dann eben hier irgendwas ausschneidet und das kann man dann hier eventuell dann auch gleich direkt rüberziehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich meine zugegebenermaßen, ich habe noch nicht viel und nicht lang damit spielen können, aber Samsung Interfaces haben in der Vergangenheit häufig dazu geneigt, sehr verspielt zu wirken. Seit dem Note 3 ist es aber echt ein bisschen besser. Es ist deutlich besser geworden, aber diese Magazine UI, glaube ich, heißt die Oberfläche, die macht wirklich einen hervorragenden Eindruck und ich freue mich total darauf, dass ich dieses Gerät demnächst hoffentlich mal irgendwann ausführlich in die Finger nehmen kann. Wann ist es denn soweit? Wissen wir nicht. Noch keiner, genauso wie den Preis. Genau. Billig wird es nicht sein. Das befürchten wir alle. Dafür ist die Ausstattung einfach zu gut. Allerdings wird es wahrscheinlich in Q1 kommen. Das heißt, lange müssen wir nicht mehr warten und den Preis werden wir sicher auch bald wissen in den nächsten Tagen oder in wenigen Wochen. Und dann wissen wir auch, ob wir uns leisten können. Genau, das ist nämlich wieder die entscheidende Frage. Hardware, Software machen auf den ersten Blick wirklich einen hervorragenden Eindruck. Und jetzt entscheidet der Preis darüber, ob es ein geiles Produkt oder sagen wir mal ein Produkt ist, was man sich kaufen wird, soll, muss oder ob man auch ohne weiterleben kann. So ist es. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, mehr von der CES bei uns im YouTube-Channel oder auf techstage.de. Abonniert uns. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao.